Cosmic Baby ist Harald Büchel in den 90er Jahren gewesen. Cosmic Baby als solches ist im Moment ad acta gelegt. Und Harald ist seit einigen Jahren nur noch als Solist und auch unter seinem eigenen Namen unterwegs. Er ist aktuell dabei, wieder so ein bisschen Tuchfühlung zum Publikum aufzunehmen und hat am vergangenen Mittwoch im Freihafen, hätte ich fast gesagt, nein, in der Hafen City auf der MS Stupnitz, also das ist so ein Kulturschiff, wo eben Konzerte stattfinden, eine ganz interessante Location, hat dort ein sogenanntes Werkstattkonzert, und zwar das vierte seiner Art, gegeben. Der Michael und ich und viele andere waren es ja nicht. Wir waren insgesamt knapp 30 Leute, das muss man dazu sagen. Also es war eine sehr, sehr übersichtliche Zahl von musikalischen Gästen. Richtig, war sehr gemütlich dort. Das war sehr, sehr lauschig, eine relativ intime Atmosphäre. Ja, und es stand wirklich nur ein Flügel in der Mitte des Raumes, so muss man das sagen. Die Zuhörer saßen drumherum und Harald hat ganz viel erzählt, was die Stücke betrifft, die er gespielt hat, und hat eben diese Stücke gespielt. Ja, und was kann ich dazu sagen? Es ist unglaublich entspannend, es ist unglaublich interessant gewesen, diesen Harald einmal kennenzulernen, denn das ist eine völlig neue Erfahrung, sowohl für Michael als auch für mich, als auch für sämtliche anderen Zuhörer gewesen, die wohl schon von Cosmic Baby viel, viel Klavier geschwängerte Musik gehört haben auf seinen CDs, aber nie so reduziert, wie er denn jetzt aktuell wirklich Musik macht. Es war wirklich minimalistische Musik, also ich sag mal zum Teil Techno auf Klavier umgesetzt. Ja. Gerade bei einem letzten Titel Träume, den er gebracht hat, war sehr interessant umgesetzt, weil man kann einfach nicht mehrere Synthesizer und dann nur noch auf ein Klavier, also so wie er es umgesetzt hat, es war einfach genial. Das war auf jeden Fall eine unheimlich tolle Erfahrung und ich bin sicher, dass wir den Harald in der Form auch nicht das letzte Mal live gesehen haben. Wir haben zwei Tage später, Michael hat es vorhin gesagt, mit Harald uns getroffen, haben ein Interview geführt. Eine knappe Stunde ist's geworden und einen Ausschnitt daraus, ein paar Minuten, wollen wir euch gleich präsentieren. Das gesamte Interview in Stücken sozusagen und versehen mit ganz viel Musik von Cosmic Baby und Harald Büchel. Das werden wir in einer der nächsten Sounds of the Night Express-Sendungen euch präsentieren können. Da haben wir dann ja 2 Stunden zur Verfügung. Ihr wisst ja, immer am ersten Sonntag des Monats von 0 bis 2 Uhr gibt es den Sounds of the Night Express. Und da werden wir definitiv mehr Gelegenheit haben, dann dieses komplette Interview euch zugänglich zu machen. Aber so ein paar Minuten wollen wir euch jetzt schon gönnen. Also viel Spaß. Hier ist Harald Büchel mit Michael Völkel und Steffen Thieme zusammen live am vergangenen Freitag. Ja, wir sitzen hier mit Harald Büchel, haben unseren Milchkaffee oder auch einen normalen Kaffee und haben Harald vor wenigen Tagen live gesehen mit seinem Werkstattkonzert Nummer 4. Harald ist dabei als Solist, der auch vorher war, aber jetzt unter eigenem Namen wirklich wieder in die Öffentlichkeit zurückzukommen, so will ich es mal sagen. Ich freue mich, dass du hier bist, Harald. Wunderbar, ich freue mich. Ich freue mich auch. Hallo und Michael, hallo. Wir grüßen dich. Sounds of Sünden grüßt dich. Ich grüße auch alle, die jetzt zuhören, und natürlich ist ein toller Augenblick für mich, zu sitzen. Ich hab zu Michael gesagt, 1998 habe ich dich das letzte Mal hier in Hamburg getroffen. Da ist dein Album Heaven veröffentlicht worden seinerzeit. Da waren wir in irgendeinem Hotel, ich weiß nicht mehr. Und da haben wir auch ein Interview gemacht. Und ja, jetzt haben wir 2017 und wir haben uns beide kaum verändert. Voilà. Und ja, haben jetzt schon zum zweiten Mal die Gelegenheit, ein Interview zu machen. Jetzt allerdings eben in deiner Eigenschaft als Harald Büchel und nicht mehr als Cosmic Baby. Cosmic Baby ist deiner ersten Schaffensphase, das Kind deiner ersten Schaffensphase quasi. Und du bist jetzt in deiner zweiten Schaffensphase, so nenne ich das mal. Ja. Du hast es bestimmt schon 100-mal erklärt und 100 Leuten gesagt und in 100 Interviews erzählt. Aber in wenigen Sätzen, wodurch kam der Wandel für dich zu sagen, Cosmic Baby war schön, ist aber für mich jetzt abgehakt. Und ab jetzt gibt es nur noch Harald Büchel, der Musik macht. Es ist natürlich so, es gab nie den Tag, an dem ich mich entschieden habe, mit Cosmic Baby ausklingen zu lassen und was ganz anderes zu machen, sondern es ist immer eine Entwicklung. Muss auch dazu sagen, ich bin ja nicht als Cosmic Baby auf die Welt gekommen, sondern als Harald Büchel. Ich habe eine klassische Ausbildung gehabt, ich habe mit dem Klavier sehr früh angefangen und habe dann aber
so mit 12 Jahren Kraftwerk Tangerine Dream und die ganzen großartigen Pioniere kennengelernt. Und da wollte ich dann auch mit elektronischer Musik weitermachen. Ne? Das ist das Konkreteste und Spannendste, was ich musikalisch gehört habe. Und als ich dann nach Berlin zum Studieren kam, war ich halt zur rechten Zeit am rechten Ort. Ich habe Komposition studiert und habe meine eigenen klassischen Kompositionen gemacht, die aber viel besser in das ganz sensibel entstehende, in die ganz sensibel entstehende Techno-Welt gepasst haben, als in die etablierte klassische Welt. Ich habe sehr viel mit Sequenzen gearbeitet, mit Rhythmusmaschinen, aber auch mit Melodien. Und das hat wunderbar trotzdem, obwohl es ein bisschen anders klang, aber trotzdem wunderbar in die Musik gepasst, die aus Detroit gekommen ist, die aus Chicago gekommen ist, was wir in Frankfurt gehört haben. Es war so um 1989, 90. Dann gab es die erste Love Parade und dann ging das alles wie in einem Rausch ganz, ganz schnell. Also das ist ein Traum war geworden. Wir konnten überall spielen. Die Musik hat sich entwickelt. Und solange eine Sache richtig aus dem Bauch kommt und einen begeistert, solange ist es wunderbar, die Sache zu machen. Wenn du dann für dich merkst, es ist auf der einen Seite toll, immer noch mehr machen zu können und noch mehr Leute hören zu, auf der anderen Seite entspricht die Sache aber nicht mehr deinen Vorstellungen, dann fängst du an zu überlegen, ja, was mache ich jetzt? Mache ich da jetzt weiter? Und Cosmic Baby war halt für mich natürlich ein alter Ego. Für die Menschen, die mir zugehört haben und weltweit in einer sehr, sehr hohen Zahl, war es ein Symbol und eine, ja, irgendwie doch ein was wo die Leute sich rein projizieren konnten. Und das führt irgendwann dazu, wenn man sich dabei beobachtet, dass man ein Problem damit bekommt, wie verhalte ich mich denn jetzt oder wie mache ich Musik, wie gehe ich mit der Öffentlichkeit um, und ich konnte irgendwann nicht mehr einfach Musik machen, sondern ich hatte das Gefühl, ich muss immer mehr auch Erwartungen gerecht werden, die ich bewusst geweckt habe, aber die dann halt irgendwann auch kommen. Die Leute sagen, wir erwarten jetzt das und das von dem, der hat so und so zu sein. Also das Schlimmste ist, und dieses Erwartungsprofil, das kennt jeder Künstler, dass die Leute zu einem sagen, also wir möchten gern, dass du immer gleich bleibst und dich trotzdem ständig erneuerst. Wie das gehen soll, weiß kein Mensch, aber das erwartet das Feuilleton, das erwarten die Journalisten, das erwartet das Publikum. Bleib so, wie du bist, wir wollen deinen Sound, aber der muss aber wiederhol dich bitte nicht. Schwer. Ne? Und, letztendlich ist ja die Musik immer nur ein Ausschnitt von mir, und im großen Leben, also über die Musik hinaus, geht es aber genauso. Ne? Jetzt muss ich mir überlegen, wie gehe ich damit um? Und ich habe dann irgendwann die Entscheidung getroffen zu sagen, ich gehe jetzt das Risiko ein und ziehe mich aus diesem wahnsinnig schönen Trubel zurück. Ich habe so viel erlebt, ich will mir das auch erhalten. Ich will aber nicht künstlich das hinauszögern und mir schönreden oder so tun, als ob. Das habe ich nicht verdient und das haben die Leute auch nicht verdient. Und deswegen habe ich nach anderen Möglichkeiten gesucht und bin dann in einer langen Entwicklungsphase, in der ich sehr, sehr viel probiert habe als Komponist, wo du den Vorteil hast, du stehst nicht mehr auf der Bühne offen und die Leute sagen, das ist Cosmic Baby oder das ist Harald Bühne, sondern die hören einfach Musik, die von Ensembles gespielt wird, und du bist der Komponist. Das heißt, du musst dich da nicht mehr so rechtfertigen oder du hast die Freiheit, das einfach mal laufen zu lassen. Daraus hat sich dann kristallisiert, als Komponist habe ich alle Freiheiten. Das spielt sich nicht mehr so spektakulär ab, brauche ich auch nicht. Das kann ich machen. Und dann aber mit der Zeit immer mehr doch wieder die Sehnsucht danach, auch doch wieder in die Öffentlichkeit zu gehen als Performer. Auch, ne? Und
das aber nicht mehr so, na jetzt gibt es quasi ein Update von Cosmic Baby, sondern das schon mit anderen Mitteln, nämlich mit den Mitteln, die ich mir rausgesucht habe. Und das war dann letztendlich das Klavier als Solo-Instrument. Und jetzt sind wir in der Gegenwart. Jetzt habe ich ein bisschen länger gebraucht als das zwei kurze stimmt. Sätze, aber schaffe ich auch immer nicht. Ja, das waren die ersten 7,5 Minuten knapp dieses Interviews und den Rest, wie gesagt, den gibt es in einer der kommenden Sounds of Sun Nachtexpress-Sendungen.